Nein, es ist auch kein Grund, jetzt sage ich einmal wirklich, bei den zu verkürzen, die Verhältnisse sind da so, das war's auch. Und es sitzt auch dann mir ein Teppich an der Ampel, der weiß schon, was er erlauben kann, was nicht. Und wenn unten im letzten Flugteil vorher aufwendig ist, dann kommst du auch nicht oben. Nachdem er in den Trainingsdurchgang einen kürzeren Anlauf hat, haben wir jetzt erstmals wirklich einen Vergleich. Aber der gefällt mir gut. Schöner Flug. Boah, schau, trotzdem geht der auch wieder oben. Schau. Ja, ähnlich wie Amann, aber... Ja, aber so ganz zufrieden ist er nein, nicht. Nein, das ist schon. Er trifft sich heute noch nicht so, sagt er mit dem Schwerpunkt, hat er vorher gesagt. Schauen Sie sich ein, da ist er gerne ein wenig in der Hocke jetzt hoch und wenn dann die zwei Knicke kommen, da kippt er fast ein bisschen zu viel nach vorne aus und trifft sich einfach noch nicht so vom ganzen Fuß. Aber das war halt ein lockerer Trainingsstoff für ihn. Passt gut und trotzdem 203 Meter. Ohne Wind, muss man sagen, da ist er voll dabei. So, das war der 14. 200er in... der Qualifikation, insgesamt 37 heute. Und der weiteste war Simon Amann im zweiten Trainingsdurchgang. Ja. Aber eine tolle Landung, muss man sagen. Er hat wirklich einen Eindruck einmal ordentlich hinterlassen, auch bei den Kampfrichter da, weil man merkt, er ist nicht zufrieden. Es ist ja meine